Ich freue mich, hart flexen zu dürfen, denn die Dokumi hat uns eine Zusage für unseren Künstlerstand in der Artist Alley zugeschickt. Wir sind mega aufgeregt und ich freue mich so sehr über die Zusage. Tausend Dank nochmal. Das Einzige, wovor ich mega Schiss habe, ist, die geht dieses Mal 3 Tage und die 2 Tage haben uns ja schon hart zerfetzt. Wir waren so kaputt, wir haben 2 Wochen gebraucht, um uns davon zu erholen. Also ja, 2 Tage waren echt heftig, aber vielleicht bekomme ich dieses Jahr keine Nachrichten, wo drin steht, ja, ich habe es nicht an deinen Stand geschafft, es war unmöglich, sich da durchzuboxen. Darüber würde ich mich freuen, dass vielleicht wirklich alle es schaffen an den Stand. Ich es vielleicht auch mal schaffe, am Freitag mich ein bisschen umschauen zu können. Das wäre super. Fugu Kay und ich, also meine Assistenten, wir arbeiten auf jeden Fall seit Dezember schon an Motiven für die Dokumi. Wir bleiben fleißig für euch. Wir halten euch auf den Laufenden. Dürft euch auf jeden Fall schon zu ganz viel, zu Tokyo Revengers, Blue Lock freuen. Eventuell auch zu Genshin. I mean, ich habe meine Lieblingscharaktere, die müssen noch gezeichnet werden. Ich persönlich werde auf jeden Fall nach Chainsaw Man Ausschau halten. Ich liebe Fanarts zu Chainsaw Man und hoffe, dass ganz viel zu Aki gezeichnet wird. Aber wie sieht's bei euch aus? Wo sagt ihr, boah, darauf warte ich nur, danach werde ich Ausschau halten? Wie gesagt, bei mir wird es auf jeden Fall Chainsaw Man sein. Aki geht immer. Welches Merchandise freut ihr euch am meisten? Schreibt's mir in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, man sieht sich zu Dokumi.